jetzt gerne Razors Gesicht sehen. Mach weiter so. Rockport ist nah. Ich muss los. Ja, hallo Leute. Zum neuen Part von Need for Speed Most Wanted. Ich habe dieses verschissene Rennen gerade geschafft. Mit diesen fucking Geschwindigkeitsmessungen. Ja. Da seht ihr es gerade gemacht. Zum Kotzen war es gerade. Und ja, ich habe einmal anprobiert und ging direkt. Also, ne, versteht, was ich meine. Wir machen jetzt noch, machen wir das Drag-Rennen. Ich möchte das ganz schnell hinter mich haben, weil, boah, nee. Nee, ehrlich, das fuckt mich ab, das Spiel langsam. Das ist lieber nicht, das Spiel anders. Ja, ey, darf ich euch mal eine Frage stellen? Der LKW stellt sich quer. Fährt dann aber geradeaus, wie ihr hier gerade seht. Logik? Logik. Was war das denn jetzt? Habt ihr das? Ey, sag mal. Spult nochmal zurück. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Nichts. Schwöre, ich habe nichts gedrückt. Kann man hier überhaupt irgendwie vernünftig schalten? Ich glaube nicht, oder? Ich werde hier bekloppt. Ich werde hier bekloppt. Wie ich hier verarscht werde, ist der Hammer. Oder? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das hat da nicht mehr ein Fernsehen, wenn ich das sehe. Ist das geil, das geile Spiel, ey. Leck. Du wirst ja richtig bekloppt gemacht, ne? Das ist schon lustig. Ich meine, ich wollte nicht, dass ihr euch belustigt fühlt, Leute, aber ich muss die Kacke hier ertragen. Machen wir das maximale Kopfaufkommen, dann haben wir das auch direkt hinter uns. Dann werden wir wahrscheinlich im nächsten Part erst machen. Und er ist ja wohl wirklich der Letzte, den ich mich erinnern kann. Weil ich habe das ja damals, ich schalte gerade selber, oh je, je, je. Oh. Meine Stimme ist schon wieder voll kaputt, weil ich vorhin geschrien habe. Moment, ich muss mal ganz kurz Pause machen. So Leute, und schon geht's weiter. Ach ja. Das Spiel macht schon eigentlich Spaß, aber mit so Events wie K.O.-Rennen und Geschwindigkeitsmessungen macht es einfach keinen Spaß. Bin ich ehrlich. Vor allem, das Spiel wird ja allein durch das Aufnahmeprogramm beeinträchtigt. Es läuft langsamer, ruckelt öfters, obwohl es eigentlich gar nicht sein dürfte. Aber es ist ey, wegen dem Aufnahmeprogramm, Leute, ja. Wenn ich das Spiel ohne Aufnahmeprogramm starte, kann ich es, ja, ist doch klar, auf höchsten Details spielen, weil das ein Spiel ist von 2006. Wenn ich so von 2005. Achtung, nordöstliche Streife. Ein gesuchtes Q6-Fahrzeug wird gemeldet. Also, das ist schon traurig, dass dann, dass ihr mich dann anmault. Es ruckelt. So, ja, ich kann nichts dafür, das liegt am Aufnahmeprogramm. Ich weiß, ob ich da irgendwelche Einstellungen habe oder ob das Spiel irgendwie Macken hat irgendwie damit. Das liegt am Spiel. Ich meine, ich habe keinen guten, megamäßigen Gaming-PC wie Gronk oder Sarasa oder Geilkind oder ich spiele nichts vom PC auf, aber trotzdem. So
umdrehen. Dann wieder rein, was daneben wird. Ihr kennt das. Ja, und ich versuche mein Bestes zu geben und ja, wird's nix. Jetzt die ganze Zeit melden die mir Polizei, ja, weiß hier nichts. Komisch. Ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt keine Polizei kommt. Also wenn jetzt keine Polizei kommt, dann hätte ich nichts dagegen. Deswegen habe ich gerade überlegt, oder? Mich da durchfahren, bringt mir eh nichts. Vor allem, das ist gefährlich. Wir haben erst 50% geschafft. 23 Sekunden, das ist nicht mehr. So. Ja, wie gesagt, maut mich nicht an, wenn es ruckelt und irgendwie. Ich versuche ja euch die beste Qualität rüber zu bringen und dabei auch noch, dass es flüssig läuft. Aber es liegt wirklich auch noch am Programm, dass das halt beeinträchtigt wird. Und deswegen kann ich auch nicht wirklich zum neuesten Spiel jetzt. Ich könnte das Spiel schon. Oh, sonst geblitzt. Oh, ich bin fotografiert. Ja, da ist einer. Ich muss nicht. Ich werde jetzt auch nicht mehr los. Ja, wie gesagt, das wird durch das Aufnahmeprogramm beeinträchtigt, da kann ich nichts gegen machen. Direkt der nächste, das kann doch nicht sein. Das sieht man einfach nicht, diese Streckenbegrenzung. Welcher Depp hat das gemacht, dass das gelb und durchsichtig gemacht wird? Welcher Depp? Schnitt. Okay, jetzt ist langsam echt ein bisschen krass. Ich will erstmal einen Fünfter, ne? Ja, da braucht man auch einen Fünfter noch. Die Tour sollte ich mir aufsparen. Wir sind vielleicht nicht so übermäßig brutal während eines Rennens, aber jetzt geht's richtig. Ich würde am liebsten jetzt so ein Ding finden. Könnte ich eigentlich nicht. Wird das gespeichert, wenn ich es neu starte und dann abhaue? Bravo 3-3. Ein paar sind umgedreht, schön zu wissen. Fangen wir gerade aus, wenn es möglich ist. Kann kaum mithalten, Kurs 6 macht eine Menge Probleme. Alter, ich bin nicht abgehängt. Und vor allem, da ist der nächste. Der Braune braucht nur eine Halte für den Einsatz. Verstöße zu schnelles Fahren, ja genau. Ist ja. Ist der nächste 100? Danke, danke für diesen schönen Tag. Ich fahre hier wieder irgendwo, wo ich nicht weiß, wo ich hier bin. Oh, scheiß drauf. Bitte, wo kommt ihr mal her? Die alle gerade ausgefahren. Ne? Ist immer noch einer, das ist doch nicht euer Ernst. Sollte diese Kamera ausschalten, ehrlich. Ja. Okay, wo ist da die Schnelle? Boah, schön gemacht! Geil! Krieg ich davon Erfolg oder? Ja, gibt's gar nicht. Schade, wäre geil. Jump über deinen Gegner. Erfolg mir mal! Wie geht's jetzt? Natürlich. Was zum Teufel?
Nee, ich habe keinen Bock auf eine Straßensperre. Hab ich keinen Bock. Bin ich echt so. So, ich die Scheiße her. Aha. Mal wieder keiner erwischt, wa? Oder nur einen? Ja. Der große Kreis? Ich muss immer gucken. Wo ist der große Kreis? Oh mein Gott! Fuck! Der ist in einer ganz anderen Richtung. Alter, wo kommt der hin? Wo war der? Das ist unfaire Scheiße vom Feinsten. Habt ihr das gesehen, ey? Der kam aus dem Nichts. Hab ich natürlich klar wieder gesehen. Ja, aber du wusstest natürlich, dass ich hier langfahren will. Bremst mich jetzt hier komplett aus. Ja, genau. Yes! Das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Hier kann er mich nicht finden, oder? Eigentlich? Er kann nicht weit sein. Ich fahre zurück und sehe nach, ob ich an ihm vorbeigefahren bin. Stand by. An alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in östlicher Richtung. Am Zuchthaus vorbei. Ihr habt grünes Licht. Absperrung des Sektors ist genehmigt. Charlie 15, bestätige Anfrage für Sperrung. Gut, mach das Kopfgeld oben rechts. 50.000 Kopfgeld. Bleibt auf Standby, möglich. Ich muss noch Nordstellenrennen fahren. Boah, zum Kotzen. Zentrale, Verdächtiger ist zwar ein 1032, aber nicht unser Code 6. Wir überprüfen ihn. Ja, was habt ihr heute noch so vor? Oh. Nee, er würde dann mir melden, wenn einer wäre. Okay, Leute, ich hab's geschafft. Mach ich jetzt noch das andere Mautstellenrennen, dann haben wir eigentlich auch schon alles geschafft. Oh. Das hat mir gerade die Nase zu, ey. Meine Fresse. Mautstellenrennen sind eigentlich geschenkte Rennen. Spaß. Das sind die größten Schilder meines Lebens. Hui. Knappe Kiste. Die Augsburger Kiste. Hier ist auch keine Polizei. Ist also alles gut gesehen. Ach ja, Leute. Ich dachte, das ist ein Auto. Ich bin schon ein bisschen mit den Nerven am Ende, wenn ich hier immer wieder diese ganzen Kackrennen fahren muss und nicht so chilliges wie Maut stellen. Das hat sich wirklich. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich gut bin oder einfach nur eine Pussy, ja? Bin ich ganz ehrlich, aber ich mag das einfach mal, Zeitrennen zu fahren. In der Tuner-Gegend, sag ich jetzt mal, ne? Versteht, was ich meine? Das gibt's nicht als Spiel. Du musst immer Rundkurse oder so fahren. Das ist so. Vor allem. Welcher Entwickler hat sich dabei gedacht, 7 Runden auf einem Rundkurs zu geben? Ja? Wer kommt auf so eine Idee? Machen wir was ganz Schweres auf dem Tour. Und niemand kann hier rein? Der Fahrer kann 6 Runden lang vorn sein in der 7. Runde und die Gummiband-KI und der fährt in den Boden. Ja? Das ist einfach scheiße. Ja?
Auch bei drei Runden. Das ist normal, dass das passieren wird. Das haben die so eingeschlagen. Das kotzt mich einfach an. Wir müssen boykottieren, Leute. Du hast sofort keine EA spielen. Für die EA ist der Teufel. Steht hier? Oh, das hat voll ausgepackt. Ich wusste es. Naja. Rocket! Das erinnert mich ein bisschen an der Toy Story. Wo die Marsianer ja geholt haben. Habt ihr Toy Story 3 gesehen? Ich hab Toy Story 1 gesehen und geliebt. Ich hab Toy Story 2 geguckt und fand's gut. Ich hab Toy Story 3 nicht komplett gesehen. Und fand's gut. Okay. Ja. Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen, es war lustig. Oder okay. War nur okay. Ich meine, die Idee mit Barbie und Ken, lustig, ne? Klar. Stimmen haben alle gepasst. Der Erdbeer, der Bär, der nach Erdbeer riecht. Ja, der böse wird, wer hätte gedacht. Ich müsste die Polizei jetzt melden. Ach du, Punkt 6 Fahrer. Den Fahrer gemeldet, der Sachschaden verursacht. Ja. So, wir machen das Rennen noch, Leute. Dann ist im nächsten Part die Blacklist dran. Ja. Und, ja. So. Das war eigentlich unnötig hier langzufahren. Das ist wieder die. Ich hasse dieses Gewerbegebiet. Das haben die, glaube ich, in Need for Speed Carbon auch nochmal wieder verwertet. Das ist scheiße. Mann, da jumpt der auch noch voll, ey. Wenn er jumpt, kann man nicht lenken. Dann möchte ich so Spiele spielen wie R-Type oder so. Ach, R-Type. Ach, wie heißt nochmal dieses. Oh. Dieses. Oh Mann, dieses futuristischen Rennen. Oh, das sieht geil aus, das Bild. Du hast nicht erwartet, dass es leicht sein würde, oder? Mal sehen, wie gut du klarkommst, wenn du auf einmal richtig Kohle wert bist. Bin gespannt, wie du dich schlägst. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Das war's für diesen Part, Leute. Bis dann und ciao.